Schönen guten Morgen, herzlich willkommen hier am Gewestor-Stand zu meinem Vortrag. Ich widme mich heute dem Thema Algorithmen und werde Ihnen erklären, wie meine Handelsstrategie funktioniert. Also ich bin schon seit 13 Jahren mittlerweile Redakteur im Gewestor-Verlag und mache dort den Börsendienst Ranglisten-Investor. Warum der so heißt, das werden Sie im Laufe des Vortrags erfahren. Wie gesagt, das Besondere daran, was ich da mache, ist, es ist ein komplett mechanisches Handelssystem. Aber das werden Sie gleich sehen. Legen wir mal los. Was Sie hier sehen, ist ein langfristiger Chart des Dow Jones, also über einen Zeitraum von mehr als einem Jahrhundert. Und da sehen Sie schon, dass es eigentlich an der Börse im Prinzip auf lange Sicht nur aufwärts geht. Deswegen auch hier der etwas provokante Titel. Die Börse ist eine Einbahnstraße. Auf lange Sicht ist sie das tatsächlich. Der einzige wirklich große Zacken, den man hier sieht, das war die Weltwirtschaftskrise. Aber ja, die anderen Korrekturen, die man, wenn sie da sind, als wirklich heftig empfindet, die sieht man im Langfristchart schon fast gar nicht mehr. Also 5,5% pro Jahr hatte Dow Jones trotz aller Rückschläge, aller Krisen im Schnitt gemacht. Das ist, finde ich, ganz beachtlich, vor allem, wenn Sie bedenken, dass die Dividenden beim Dow Jones ja noch gar nicht mit berücksichtigt sind. Also da sind wir dann doch auch im Bereich zwischen 7% und 8%. Das ist einfach nur der Durchschnitt. Und das kann man mit einer guten Strategie natürlich schon noch etwas besser. Hier sehen Sie auch, dass Aktien die mit Abstand beste Anlageklasse sind auf lange Sicht. Ja? Das ist ein Vergleich der verschiedenen Anlageklassen und da kommen Aktien auf einen in dem Fall jetzt realen Vermögenszuwachs, also da ist die Inflation berücksichtigt, von auch wieder sind wir wieder bei rund 5,5% nach Inflation. Und da sehen Sie auch, das können die anderen Anlageklassen können da nicht annähernd mithalten. Jetzt geht es am Aktienmarkt, wie man sieht, eigentlich doch per se nach oben. Trotzdem verdienen viele Anleger an der Börse kein Geld. Und das ist jetzt erstmal der Punkt, da möchte ich mich jetzt mal ein bisschen damit befassen. Warum ist denn das so? Warum verdienen Anleger an der Börse kein Geld? Warum kriegen sie es nicht hin? Ja? Und gibt es eine ganz einfache Antwort. Das sind die menschlichen Gefühle, die Emotionen, die da immer wieder ins Spiel kommen. Gerade dann, wenn es an der Börse turbulent wird und man gerät unter Stress, ist die Gefahr besonders groß, dass man eine falsche Entscheidung trifft, ja, die unter Umständen im Nachhinein teuer wird. Anleger entscheiden eben tatsächlich oft aus dem Bauch heraus, lassen sich von den Gefühlen leiten und sie haben keine klare Strategie. Und das ist meines Erachtens das Entscheidende, eine klare Strategie zu haben. Und die stelle ich Ihnen heute vor. Ja, heutzutage ist es ja so, auch Privatanleger haben inzwischen praktisch die gleichen Möglichkeiten wie Profis. Ja, wenn ich zurückdenke, Sie sehen es anders. Okay, für meine Strategie gilt es. Wenn es jetzt um den Sekundenhandel geht, sieht es vielleicht anders aus. Das mag sein, aber um den geht es mir hier gar nicht. Aber was die verfügbaren Informationen angeht, was die Handelsmöglichkeiten über das Internet angeht, da ist man als Privatanleger heutzutage, denke ich, schon gut aufgestellt. Wenn ich an meine Anfänge an der Börse zurückdenkt, da musste ich noch anrufen bei der Sparkasse, habe meine Order platziert und wusste dann vielleicht am nächsten Tag, ob sie ausgeführt ist. Ja? Damals wurde an den Börsen noch bis 1:30 gehandelt. Heute kann man nahezu rund um die Uhr aktiv sein, wenn man das möchte. Und ja, man hat jede Menge Informationen. Das Problem, denke ich, ist zum einen zu unterscheiden, was ist wichtig, was ist unwichtig. Und was noch dazu kommt, was wahrscheinlich noch viel schlimmer ist, es ist verdammt schwer zu beurteilen, wie wirkt sich denn eine Information, eine Nachricht tatsächlich auf den Kurs aus. Ja? Es ist ja nun auch nicht immer so, dass ein Unternehmen gute Zahlen meldet und der Kurs steigt. Oft ist es so, dass eine gute Meldung kommt und die Anleger nehmen das zum Anlass, um Gewinnmitnahmen zu machen und die Aktie fällt. Ja? Also das ist sicherlich nicht ganz einfach. Und die richtigen Entscheidungen zu treffen, wie man das macht, das werde ich Ihnen zeigen.
Der Punkt für mich ist, alle Nachrichten, Konjunkturmeldungen, Unternehmensmeldungen werden an der Börse im Kurs verarbeitet. Bei großen Werten sehr schnell, bei kleineren Werten vielleicht nicht ganz so schnell, aber es wird alles im Aktienkurs verarbeitet. Deswegen mache ich eines, ich lasse die fundamentalen Daten bei meiner Strategie komplett außen vor und konzentriere mich tatsächlich nur auf die Kursentwicklung. Und wie ich das mache, das werde ich Ihnen zeigen. Ich habe einen Algorithmus, ein Handelssystem entwickelt, mit dem ich quasi in jeder Situation genau weiß, wie stark ich investiert sein muss und in welchen Aktien ich investiert sein muss. Und ja, dieser Algorithmus liefert mir quasi wie Google jede Woche die Aktien, die aufgrund ihrer Trendstärke die besten Gewinnchancen bieten. Natürlich sind es nicht immer die, die am stärksten steigen, aber es sind auf Sicht schon die, die gute Ergebnisse bringen. Ja, was ist überhaupt ein Algorithmus? Laut Wikipedia ist es die eindeutige Handlungsvorschrift für die Lösung eines Problems. Das Problem ist in unserem Fall, was muss ich tun? Welche Aktien muss ich kaufen? Und mein Algorithmus liefert Ihnen eben eindeutige Regeln, ganz klare Regeln, ohne Interpretationsmöglichkeiten, welche Aktien ins Depot kommen. Jetzt machen wir nochmal einen kleinen Sprung zum Thema Anlegerpsychologie. Da gibt es in der Verhaltensökonomie, in der Wirtschaft, gibt es sogar einen Zweig, der nennt sich Behavioral Finance. Da geht es tatsächlich nur darum, wie die Psychologie das Anlegerverhalten beeinflusst. Und da habe ich jetzt ein paar Punkte rausgegriffen, die dieser Zweig der Wirtschaftswissenschaften herausgefunden hat. Der oberste ist jetzt nichts wahnsinnig Aufregendes, das wissen wir alle. Anleger realisieren natürlich nicht gerne Verluste. Das ist kein Geheimnis, das wissen Sie alle, das weiß auch ich. Nichtsdestotrotz ist es manchmal einfach notwendig, auch Verluste hinzunehmen, weil es gibt keine Strategie, die nur Gewinne produziert. Entscheidend ist einfach, wie man mit den Verlusten umgeht. Dann ist es auch so, dass Menschen tatsächlich denken, sie könnten den Markt überlisten, einschätzen, wie man das auch immer nennen mag, schlauer zu sein als der Markt. Und das ist gefährlich. Ja? Wir sind alle Kleinanleger und der Markt schert sich nicht um uns. Der Markt macht, was er will. Und dem ist es egal, ob wir denken, der Markt steigt oder der Markt fällt. Ja, deswegen, das ist eins, was ich in meinem mittlerweile Vierteljahrhundert an der Börse gelernt habe, mich wirklich darauf zu konzentrieren, was mir der Markt sagt und auf die Signale, die mir der Markt gibt, zu hören. Was auch teuer werden kann, ist es, Recht behalten zu wollen. Ja? Wenn man eine Entscheidung getroffen hat, in der Überzeugung, man liegt richtig, das ist ja, man kauft ja eine Aktie, weil man denkt, die steigt, völlig klar. Tut sie natürlich leider nicht immer. Die Gefahr ist dann eben, dass man diese Entscheidung nicht revidieren möchte, mit Verlust verkaufen möchte, sondern man will Recht behalten. Und das ist, wie gesagt, gefährlich, weil man zu lange an einer Entscheidung, die sich im Nachhinein als falsch erwiesen hat, festhält. Dann ist auch ein Punkt, den die Behavioral Finance rausgefunden hat, ist, wenn man eine Aktie hat, dann nimmt man positive Nachrichten zu dem Unternehmen viel stärker wahr als negative. Ja? Und auch das beeinflusst natürlich die Entscheidung insofern, dass man nicht ganz rational und objektiv wirklich mit der Aktie umgeht. Ja? Wenn man eigentlich vielleicht sagen müsste, die muss raus aus dem Depot, aber man lässt sie eben doch drin. Was aus all diesen Punkten eben letztendlich folgert, ist, dass Gewinne oft viel zu schnell realisiert werden, weil man einfach sich freut, man hat eine richtige Entscheidung getroffen, man lag richtig mit der Aktie und man will das in trockene Tücher quasi bringen und den Gewinn wirklich in der Tasche haben. Ja? Man verkauft Gewinner viel zu schnell. Auf der anderen Seite hält man an Verlustbringern, ja, die sich eben nicht so entwickelt haben, wie man sich das ursprünglich erwartet hatte, viel zu lange fest. Die Folge ist, Gewinner werden verkauft,
die schlecht laufenden Aktien bleiben im Depot. Dass das auf Dauer nicht gut gehen kann, ist eigentlich fast schon klar. Und das Erfolgsprinzip, das ist auch für mich eigentlich das ganz, ganz Entscheidende, Gewinne laufen zu lassen und Verluste zu begrenzen, das wird umgekehrt und das kann einfach nicht funktionieren. Deswegen habe ich jetzt ein paar Grundprinzipien hier zusammengestellt, die für mich bei meinem Handelssystem, bei der Entwicklung auch entscheidend waren. Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen, das Wichtigste eigentlich bei allem, was man hier macht. Was auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, Sie sollten möglichst schon vor dem Kauf sich überlegen, wann gehe ich denn aus der Aktie wieder raus, wenn es nicht so läuft, wie ich mir das erwartet habe. Wenn Sie das vorher schon wissen, dann können Sie auch sehr viel konkreter darauf reagieren, als wenn Sie nachher dastehen und denken, ach, was mache ich jetzt? Na, es ist doch, läuft es ganz in die andere Richtung als gedacht. Was man auch möglichst vermeiden sollte, ist, sich in eine Aktie zu verlieben. Ja? Wenn man beispielsweise mit einer Aktie schon 2-3 Mal gute Erfolge erzielt hat und beim nächsten Mal läuft es eben nicht so, dann ist die Gefahr natürlich umso größer zu sagen, ja, das hat jetzt schon ein paar Mal so gut geklappt, das wird schon wieder. Ja? Es wird halt nicht immer wieder. Dann, was wir gerade schon gesagt haben, nicht die Entwicklung des Marktes vorherzusagen, sondern andersrum darauf zu reagieren, was mir der Markt für Signale gibt und dementsprechend dann zu reagieren. Und das ist jetzt der letzte Punkt, den ich hier noch habe, ist für mich auch natürlich ganz wichtig, weil ich persönlich habe mich seit vielen Jahren komplett auf Trendfolge spezialisiert. Das heißt für mich, mit dem Trend zu gehen und nicht dagegen zu handeln. Ja? Wenn Sie mit dem Trend handeln, dann haben Sie die Wahrscheinlichkeit auf Ihrer Seite. Ja? Es ist erwiesen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Trend fortsetzt, größer ist, als dass er bricht. Natürlich brechen Trends, keine Frage, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er weitergeht, ist eben größer, als dass er bricht. Das heißt, wenn Sie mit dem Trend handeln, haben Sie die Wahrscheinlichkeit auf Ihrer Seite und damit werden Sie auch auf Dauer Geld verdienen. Ja? Verluste bleiben nicht aus, aber Sie werden unterm Strich auf lange Sicht Geld verdienen. Und dann kommen wir jetzt mal langsam zu meinem Handelssystem. Wie gesagt, es ist ein mechanisches Handelssystem. Das heißt, ich habe dieses System entwickelt, aber ich habe keinen Einfluss darauf, was im Depot passiert. Also das System macht wirklich selbstständig alles. Es gibt mir vor die Investitionsquote im Depot und es gibt mir vor, welche Aktien im Depot sind. Und das hat eben den großen Vorteil, dass die Emotionen, die einem, wie gesagt, oft einen Streich spielen können an der Börse, die sind raus. Ja? Die sind komplett außen vor. Es ist wirklich, es sind objektive Entscheidungen, die vom System getroffen werden. Das heißt, wie gesagt, nicht, dass wir immer zu 100% richtig liegen, aber wir haben eine klare Strategie und das funktioniert auf Dauer. Ja, die Strategie orientiert sich natürlich an den Vorgaben des Marktes. Das ist das, was ich schon gesagt habe. Die Investitionsquote, die bestimmt sich daran, wie gerade die Marktlage ist. Haben wir einen sehr schönen, stabilen Aufwärtstrend, viele Aktien, die nach oben tendieren, sind wir auch stärker investiert und wenn es gerade nicht so gut ausschaut, eben nicht so stark. Das erkläre ich aber gleich noch ausführlich. Ja, und damit, das habe ich jetzt auch schon gesagt, System gibt Ihnen immer vor, was zu tun ist und das ist eben der große Vorteil von diesem mechanischen Handelssystem. Da habe ich Ihnen jetzt schon mal vorab die Entwicklung des Depots. Also das ist das deutsche Aktiendepot, das ich in meinem Ranglisteninvestor führe nach diesem System. Da investiere ich nur in die 160 Aktien aus den deutschen Auswahlindizes. Ja? Also keine Nebenwerte, wirklich nur die großen DAX, MDAX, TecDAX, SDAX. Das ist der Aktienpool, aus dem ich die Werte fürs Depot auswähle. Und das führe ich seit 2008 bereits und hat seitdem einen Gewinn von 300% ungefähr erwirtschaftet. Also der DAX ist bei nicht mal 50 momentan. Von daher, das schaut sehr schön aus. Was Sie auch hier zum Beispiel sehen, das ist die Entwicklung im Jahr 2008. Ja? Da war es tatsächlich so, dass die Markttechnik sich schon
von Januar an stetig verschlechtert hat. Und darauf hat das System eben reagiert und die Investitionsquote wurde ständig runtergefahren und war dann, als es im September mit der Pleite von Lehman Brothers so richtig gekracht hat, war, glaube ich, noch ein Wert im Depot. Deswegen war es da auch möglich, dieses Jahr so gut zu überstehen mit einem Minus von 2,5%, glaube ich, während der DAX damals 40% verloren hat. Und das ist natürlich auch ein großer Vorteil, wenn man in Schwächephasen eben nicht so viel verliert einfach, ne, wie der Gesamtmarkt. So, jetzt kommen wir aber wirklich zu den Faktoren meines Systems. Der erste und meines Erachtens ganz wichtige Erfolgsfaktor ist die flexible Investitionsquote. Aktienauswahlsysteme gibt es viele, da kennen Sie sicherlich auch einige. Also es gibt Dividendenstrategien, es gibt beispielsweise die relative Stärke nach Levy, die vom Ansatz her relativ ähnlich ist wie das, was ich mache. Das Problem bei all den Strategien ist, da sind Sie immer zu 100% investiert. Ja? Und selbst wenn Sie jetzt die besten, die trendstärksten Aktien rausgesucht haben und in die investiert haben, wenn es am Markt mal so richtig kracht, dann wird es auch die erwischen. Ja? Deswegen die flexible Investitionsquote, wie ich sie gerade auch gezeigt habe, ganz wichtig auch im Jahr 2008 bei der Finanzkrise, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ich mache das, indem ich für die ganzen 160 Aktien, die in dem Pool drin sind, den Trend bestimme. Das zeige ich Ihnen aber auch gleich noch, genau. Und daran bemisst sich dann die Investitionsquote im Depot. Also je mehr Aktien im Aufwärtstrend sind, desto stärker ist das Depot auch investiert. Und das hat, wie gesagt, zur Folge, dass in schlechten Phasen die Investitionsquote zurückgefahren wird und schlechte Marktphasen so besser abgefedert werden können. Hier sehen Sie jetzt, wie ich diese Trendbestimmung mache. Also als Beispiel habe ich jetzt hier den DAX mit zwei gleitenden Durchschnitten. Also ich mache alles mit Wochencharts. Ne? Also jeder Balken, den Sie hier sehen, ist die Handelsspanne einer Woche. Und die zwei Linien, die blaue und die rote, das sind zwei gleitende Durchschnitte. Die blaue ist die kurzfristige, die rote die längerfristige. Das heißt, ein Aufwärtstrend liegt dann vor, wenn sich die blaue über der roten bewegt. Geht die blaue unter die rote, haben wir einen Abwärtstrend. Jetzt mache ich das aber nicht für den DAX, sondern wie gesagt für alle 160 Werte aus dem Aktienpool. Sage ich Ihnen. Der Herr hat gefragt, welche gleitenden Durchschnitte ich verwende. Ja? Also ich arbeite, wie gesagt, mit Wochencharts. Das heißt, es sind Charts auf Wochen, Durchschnitte auf Wochenbasis. Und ich arbeite hier mit 13 und 34 Wochen. Ja? Aber kann ich auch gleich dazu sagen, ob man da jetzt mit dem 13 und dem 34er arbeitet oder vielleicht mit dem 10er und dem 50er, das wird im Endeffekt nicht der entscheidende Faktor sein. Ja? Ja. Also wie gesagt, das mache ich für alle 160 Aktien aus dem Aktienpool und dann kriege ich ja eine Quote. Ja? Und die ist dafür ausschlaggebend, wie stark das Depot investiert ist. Hier sehen Sie jetzt diese Marktbreite, nenne ich das, wie die sich im Laufe der Jahre entwickelt hat. Sie sehen, das ist ein Auf und Ab. Und aktuell zum Beispiel ist diese Quote momentan nur bei 38%. Ne? Also der DAX hat jetzt kräftig angezogen, auch gerade diese Woche. Also ich denke, das wird sich jetzt auch bald verändern. Aber bisher ist es tatsächlich so, dass die Aufwärtsbewegung noch nicht von der breiten Masse der Aktien getragen wird. Ja? Deswegen bin ich jetzt im Depot momentan noch etwas zurückhaltend mit einer Investitionsquote von 40%. 4 von 10 Positionen. Also 10 nehme ich maximal auf, 4 sind aktuell gerade im Depot. Ja, wenn Sie jetzt wissen, wie stark Sie investiert sind, dann kommt natürlich der nächste Schritt und das ist die Frage, in welche Aktien investiere ich denn? Ja? Und da habe ich selbst einen Index entwickelt, der basiert auf dem Relativ Momentum Index. Ich weiß nicht, ob Sie den jetzt vielleicht kennen. Was der ein oder andere von Ihnen sicherlich kennt, ist der Relative Strength Index, der ist recht bekannt, der RSI.
Der ist von der Berechnung ähnlich beim Relative Momentum Index, fließt aber das Momentum mit ein. Und das Schöne daran ist, der zeigt Trendbewegungen sehr, sehr schön an. Das zeige ich Ihnen gleich noch am Chart. Und was ich jetzt hier mache, ist, ich sortiere alle Aktien aus dem Aktienpool nach ihrer Trendstärke. Deswegen heißt mein Börsendienst auch Ranglisteninvestor, weil ich eine Rangliste erstelle nach der Trendstärke. Und die vordersten Aktien dieser Rangliste, momentan sind es 4, kommen dann ins Depot. Hier habe ich Ihnen jetzt mal ein Beispiel. Das ist ein zugegebenermaßen sehr schönes Beispiel, ist auch nicht ganz aktuell. Da geht es nur darum, Ihnen zu zeigen, wie dieser RMI funktioniert. Ne? Der RMI bewegt sich immer zwischen 0 und 100%. Hohe Werte zeigen einen Aufwärtstrend an, niedrige Werte einen Abwärtstrend. Und das Besondere bei diesem RMI ist, dass er in nachhaltigen Trendbewegungen oft, wie Sie hier jetzt auch sehen an dem Bild, da klebt er über Monate an der 100%-Marke oben. Ja? Das heißt für mich, solange der da oben bleibt, bleibe ich auch in der Aktie investiert. Kurzfristige Schwankungen, sehen Sie, gibt es immer, aber um die geht es mir nicht. Na, was ich will, ist, nachhaltige Trends eben mitzunehmen, die kurzfristigen Schwankungen möglichst rauszufiltern. Und das, das kann, wie jetzt in dem Fall, wunderbar funktionieren. Jetzt auch hier bei Delticom seinerzeit mit über 200%. Ein ähnlich erfolgreicher Trade war Evotec. Das war Ende 2017, wurde die verkauft. Auch mit 200% Gewinn. Wir haben hier, hier sehen Sie zwei rote Pfeile, weil es einen Teilverkauf gab und später dann der Verkauf der restlichen Position. Das ist einfach eine zusätzliche Geschichte, die ich eingebaut habe, was das Depotmanagement anbetrifft. Ja? Wenn ein Depotwert, ein Einzelwert einen Anteil von 20% oder drüber erreicht, dann mache ich einen Teilverkauf. Einfach um hier ein bisschen das Risiko rauszunehmen aus dem Einzelwert. Ne? Hier haben wir jetzt ein weiteres Beispiel. Die Aktie von Wirecard ist ja gerade, leider muss man sagen, wieder mal in aller Munde. Wir hatten im vergangenen Jahr die Aktie auch einige Zeit im Depot, haben sie noch mit einem recht guten Gewinn von 48% da verkaufen können. Danach ging es ja wirklich leider extrem zur Sache. Bin ja auch mal gespannt, was da noch dabei rauskommt. Ja. Und hier habe ich jetzt zu guter Letzt noch die Sixt-Aktie mitgebracht, zwar auch im vergangenen Jahr. Das ist jetzt was, was Sie bei einem Trendfolgesystem normalerweise nicht sehen. Da hatten wir jetzt wirklich das Glück, die Sixt-Aktie im Prinzip nahe des Höchstkurses zu verkaufen. Ja? Das liegt einfach daran, dass ich in meinem Index, in meinem Indikator auch noch die Trendstärke berücksichtige. Ja? Das heißt, der Trend hat sich hier schon abgeschwächt. Es ging nochmal auf ein neues Hoch. Aber trotzdem hat mir mein System da schon signalisiert, dass die Aktie eben nicht mehr zu den Top-Werten gehört und wurde deshalb verkauft. Hier, wie gesagt, nahe des Höchstkurses. So, jetzt möchte ich Ihnen, komme ich langsam auch schon zum Schluss, möchte Ihnen das Handelssystem nochmal kurz zusammenfassen. Also ich nehme, wie gesagt, maximal 10 Werte in das deutsche Depot auf. Es gibt, das kann ich vielleicht kurz auch erwähnen, noch ein zweites Depot in meinem Börsendienst. Das ist das internationale, funktioniert aber nach ein bisschen anderem System. Deswegen würde das jetzt hier momentan zu weit führen. Also das deutsche Depot maximal 10 Werte. Jede Position wird mit 10% gewichtet, also alle Werte gleich gewichtet. Die Auswahl der Einzelwerte mache ich über die Rangliste nach der Trendstärke der Aktien. Also die trendstärksten Aktien aus den deutschen Indizes sind so immer im Depot. Und ich verkaufe eine Aktie dann, wenn sie aus den ersten 10 der Rangliste rausrutscht. Wenn sie also nicht mehr zu den Top-Werten gehört, wird sie verkauft und es rückt eine andere nach, die eben auf der Rangliste ganz oben ist und noch nicht im Depot drin ist. Das ist das einfache Prinzip dieses Systems. Das ist an sich nicht schwer. Das Einzige, was man wirklich
Ja, was man eben mitbringen muss, ist Disziplin. Das ist immer das große Problem vielleicht für den einen oder anderen. Trendfolge heißt natürlich auch, sie kaufen Aktien, die schon gut gelaufen sind. Na, das machen ja viele Anleger nicht so gerne. Die suchen immer nach möglichst günstigen Chancen. Aber das ist eben genau das, was ich bei der Trendfolge so gut finde. Sie haben die Wahrscheinlichkeit auf ihrer Seite. Sie setzen darauf, dass sie ein bestehender Trend fortsetzt. Das tut er eben in der Mehrheit der Fälle. Wenn es nicht funktioniert, muss man eben die Konsequenzen ziehen. Ne? Bitte? Ja, die andere Möglichkeit ist eben, Aktien zu kaufen, weil sie gefallen sind und da auf einen Turnaround zu spekulieren. Das ist nicht mein Ansatz. Das mag vielleicht für den einen oder anderen auch funktionieren, ist aber aus meiner Sicht psychologisch jetzt auch nicht unbedingt ganz einfach. Ne? Weil wenn eine Aktie im Abwärtstrend ist und man steigt ein und die fällt erstmal weiter, da gehört auch viel, braucht man auch gute Nerven dafür. Also von daher ist Trendfolge meines Erachtens eine ganz gute Geschichte. Ja? Jetzt habe ich ihn zum Abschluss nochmal. Nein. Wie sollte ich das grafisch darstellen? Ne? Das ist schwierig. Ja. Also wenn eine Aktie in der Rangliste abrutscht, dann kann es natürlich damit einhergehen, dass der RMI knickt. Ja. Kann aber auch einfach sein, dass die schon noch im Trend ist, aber einfach nicht mehr zu den Trendstärksten gehört. Und dann wird sie auch ausgetauscht, wenn sie nicht mehr zu den Top 10 zählt. Hängt natürlich auch immer ein bisschen davon ab, in was für einer Marktphase man ist. In einer sehr starken Marktphase haben sie natürlich auch einfach viele Aktien, die in einem Aufwärtstrend sind. Und da kann es dann auch mal sein, eine Aktie ist zwar noch im Trend, aber wird trotzdem verkauft, weil eben andere besser sind oder trendstärker sind. Ja, ich habe jetzt zum Abschluss hier nochmal den Chartvergleich zwischen meinem deutschen Aktiendepot und dem DAX. Und da sehen Sie sehr schön, dass trotz aller Schwankungen, Sie liegen mit dem System weit, weit besser als der Gesamtmarkt. Ne? Und das ist vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Punkt, der, glaube ich, bei vielen meiner Leser auch, den viele meiner Leser gut finden. Es ist ein System, das rein auf Basis der Wochenschlusskurse basiert. Ne? Das heißt, Sie haben während der Woche nichts zu tun. Die kurzfristigen Schwankungen sind mir, wie gesagt, um die geht es mir nicht. Es geht darum, die großen Trends eben mitzumachen. Und deswegen arbeite ich mit den Wochenschlusskursen. Und das heißt, Sie müssen als Anleger im Prinzip nur einmal in der Woche reinschauen. Ja, mein Ranglistinvestor kommt Sonntagmorgens. Da sehen Sie sofort, gibt es was zu tun in den Depots oder stehen keine Veränderungen an. Und dann platzieren Sie den Auftrag, wenn es was zu tun gibt, oder genießen Ihren Sonntag. Und mit ein paar Minuten Aufwand pro Woche ist das Ganze wirklich erledigt und liefert aber trotzdem sehr, sehr gute Ergebnisse. Sie kriegen auch eine SMS. Also wenn Sie als Abonnent können Sie auch einen SMS-Service dazu buchen, gewissermaßen. Dann kriegen Sie SMS, wenn am Sonntag Ihr Wochenbericht kommt. Und dann wissen Sie auch schon sehr schnell, ob es was zu tun gibt für Sie oder ob Sie gar nicht in Ihre E-Mails schauen müssen. Ja? Ja, denke ich schon. Ja, es ist einfach umsetzbar. Wie gesagt, das Einzige, was man eben immer haben muss, ist die Disziplin, auch alles konsequent zu machen. Ja? Egal bei welchem System, Sie haben eben auch mal hin und wieder einen Verlust, den Sie realisieren müssen. Aber wenn Sie alles konsequent umsetzen, Sie sehen, dann funktioniert es. Und von daher würde mich freuen, wenn Sie sich vielleicht mal anschauen, mein Ranglisteninvestor. Wir haben nachher übrigens auch im Raum C43 ein Lesertreffen. Da sind ein paar Kollegen dabei von mir. Die machen etwas schnelleres Trading und ich bin eher so der etwas langfristiger Ausgerichtete. Da erkläre ich auch so ein bisschen, was ich im internationalen Depot mache. Also vielleicht wäre das auch noch ganz interessant. Würde mich freuen, wenn ich den einen oder anderen von Ihnen nachher wiedersehe. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Hier habe ich jetzt eine Folie vergessen.
Aber da ist jetzt nicht viel Neues. Ich habe hier die Vorteile nochmal zusammengefasst. Was ich gerade gesagt habe, auf Wochenbasis einfach und schnell umzusetzen. Ganz wichtig für viele Anleger, die eben nicht die Zeit und auch vielleicht gar nicht die Lust haben, sich intensiv mit der Börse zu beschäftigen. Die zwei Schritte, Bestimmung der Investitionsquote, Auswahl der Aktien. Dadurch sind sie immer angepasst an die Marktlage, richtig positioniert. Das ist ganz wichtig. Und was eben wirklich entscheidend ist, die Gefühle sind aus dem Spiel. Das System gibt Ihnen immer klar vor, mit ganz eindeutigen Regeln, was Sie tun sollten. Und ja, damit ist eigentlich alles da, was Sie brauchen, um dauerhaft erfolgreich zu sein. Sie müssen es nur umsetzen. Ja? Und was man auch noch dazu sagen kann, ist, dieses System können Sie natürlich jetzt nicht nur auf deutsche Aktien anwenden, so wie ich das jetzt hier bei dem deutschen Aktiendepot mache, sondern auch auf andere Pools, ja? Auf den Nasdaq oder auf Dividendenaktien, wenn Sie da das interessiert beispielsweise. Also das ist ein System, das Sie im Prinzip auf jeden Aktienpool anwenden können. So, jetzt haben wir es geschafft. Wie gesagt, nochmal vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag auf der Messe. Danke.